Auf dem kleinen, feinen Birkliplatz direkt am Zürichsee und bei der Schweizer Nationalbank wurden auch in diesem Jahr die schönsten Oldtimer und Youngtimer beim Zürich Klassiker Award gefeiert. Gleich 90 bedeutsame Klassiker, darunter echte Raritäten, waren zu sehen. Schließlich entzieht sich die Jury erstmals in der Geschichte der Classic Car Konkurs für einen Schweizer Doppelsieg. Zum Best of Show 2021 wurde ein Geschwisterpaar aus dem Hause Alfa Romeo gekürt. Auf dem verkehrsfreien Birkliplatz spielten am 18. August dennoch Automobile die Hauptrolle und begeisterten die Passanten, Autofans und Touristen. Ganz besondere Schweizer Automobile, zwei Monteverdi, Alvis mit Graberkarosserien und drei Fahrzeuge mit Warp-Laufen-Karosserie waren dabei. Ein besonders schönes Beispiel Schweizer Automobilkunst ist der Lancia B52 von 1952 mit zwei Türen und vier Fenstern. Er ist eines von nur vier Cabriolets, die bei Ramsayer Warp-Laufen aufgebaut wurden. Als Chassis diente ein Lancia Aurelia Chassis. Die beiden Monteverdi-Fahrzeuge belegten die Spitze in ihrer Klasse Best of 70s. Der Monteverdi Highspeed 375/4 von 1975, der Besitzer war sogar auf eigener Achse nach Zürich gefahren und wurde dort von der Jury mit dem zweiten Platz belohnt. Den ersten Platz der Klasse Best of 70s belegte der 1975er Monteverdi Highspeed 375 L Mark II. Bei der Preisvergabe saß Paul Berger, Verwalter der Monteverdi-Sammlung, auf dem Beifahrersitz und wurde vom fachkundigen Publikum mit Applaus bedacht. Aber auch unscheinbare Klassiker standen im Rampenlicht des diesjährigen Konkurs. Zwar wurden sie nicht unbedingt Klassensieger, aber sie repräsentierten in jedem Fall eine ganz besondere Historie. In der Klasse der Vorkriegsfahrzeuge war dies der mit einer Sonderkarosserie ausgestattete DKW IFA F8 von 1938, beziehungsweise eher als Aufbau von 1950. Nach dem Krieg und der Schließung der DDR hatte man sich für den Rennsport ältere Fahrzeuge umgebaut. Darunter vermutlich auch 10 DKW F8 Rennwagen, von denen nur dieser eine erhalten ist. Echtes James Bond Feeling kam in der Klasse Plastic Fantastic Fahrzeuge auf. Dort stand der vom kleinen Düsenjet abgeleitete Pulse Lightstar DBJ-5. Das entsprechende Leichtflugzeug dazu war in dem James Bond Film Octopussy zu sehen. Wie aus einer Matchbox-Autosammlung präsentierte sich der Nova GT. Nova hatte sich auf Bausätze des Ford GT40 oder dem Miura auf der Basis des VW Käfers spezialisiert. Dieser Nova ist allerdings ein kompletter Neuaufbau einer GT-Version mit elektrisch abhebendem Dach. Natürlich hatte man dieses Jahr auf dem Zürich Classic Car Award auch etwas zu feiern. Der Geburtstag des Jaguar E-Types wurde mit einem Feld von 15 Fahrzeugen auf dem Konkurs begangen.
Ein absolutes Highlight war der originale Jaguar E-Type von 1961, der auf dem Genfer Automobilsalon debütierte. Er bekam den Preis Best in Class in der Sonderklasse 60 Jahre Jaguar E-Type. Dies verdrängte ein zweites Modell dieser Klasse auf dem Preis Schönstes Cabriolet auf Show, da sie punktegleich gewertet wurden. Der vom Publikum gewählte Sonderpreis ging an den Besitzer des Alvis Graber TC 108G Coupés. Es ist eines von nur 800 bei Hermann Graber in Wichter von 1926 bis 1969 gebauten Fahrzeugen und ist bis heute in einem sehr beeindruckenden Zustand. Nicht nur das Äußere und der Zustand der Fahrzeuge wurde durch die Jury bewertet, auch die Historie wurde in die Wertung mit einbezogen. Dafür zeigte sich das Internetportal The Motor Chain zuständig und die Wahl fiel auf einen nur selten gebauten und hervorragend dokumentierten Mercedes-Benz 300 SL Coupé mit einem schönen blauen Livret. Es wären noch einige der gezeigten Fahrzeuge einen eigenen kleinen Preis wert gewesen. Zum Beispiel der kleine Fiat 500 Jolly oder auch der Jaguar SS 100 für sein hervorragend originales Bordwerkzeug. Ein weiteres bemerkenswertes Fahrzeug ist der Rolls-Royce Phantom One Open Tourer Maharaja of Baroda, der von Barker aufgebaut wurde. Die Karosserie besteht aus einer hochglanzpolierten Titan-Aluminium-Legierung und ist deswegen auch sehr stark beständig und schwer aufzupolieren. Ähnliche Legierungen wurden damals im Flugzeugbau verwendet. Der Rolls-Royce ist im Originalzustand, alle Features sind voll funktionsfähig, wie zum Beispiel die schwenkbaren Frontscheinwerfer. Das Fahrzeug spielte in den 1980er Jahren auch in dem MTV-Videoclip von Billy Idols White Wedding eine große Rolle. Der Besitzer des Rolls-Royce Phantom landete auf dem dritten Platz der Klasse, der eigentlich als zweiter Platz zu werten ist. Der Grund: Auf dem ersten Rang der Vorkriegsklasse standen einzigartige, gleichwertige, perfekte Fahrzeuge, die in der Klasse der Vorkriegsfahrzeuge im Wettstreit standen. Ein Geschwisterpaar von Alfa Romeo. Zeitgleich im Jahr 1938 auf dem Genfer Automobilsalon debütierten beide Alfa Romeo 6C 2300. Einer als Corto-Kurzversion auf dem Alfa Romeo Stand und die 6C 2300 Lungo-Langversion auf dem Stand des Schweizer Karossiers Warp Laufen. Weitere Gemeinsamkeit: Beide Fahrzeuge wurden bei Warp Laufen als Unikate aufgebaut. Die Langversion ist aerodynamischer geschnitten, insgesamt gefälliger und präsentiert sich als 90% original erhalten. Dieses Fahrzeug erhielt zusätzlich die Auszeichnung Best of Unrestored, war aber immer noch im Rennen mit dem Alfa Romeo 6C 2300 Corto Modell um die Top-Auszeichnung Best of Show. Die Jury diskutierte engagiert und einigte sich schließlich auf den Doppelsieg des ikonischen Duetts, das sich nun die Siegerauszeichnung Best of Show Zürich Classic Car Award 2021 teilt. Ein ganz besonderes Ende für einen echten Schweizer Konkurs. Klein, fein und hochwertig.